Hallo Fans, herzlich willkommen zu unserer 11. Sendung Powerplay, das Magazin auf Steelers TV. Heute vor dem Topspiel gegen die Fishtown Penguins aus Bremerhaven hier aus der Egetrans Arena. Ja, und heute Abend erwarten wir volles Haus. Es wird ausverkauft sein, hoffentlich. Die letzten Karten werden hoffentlich noch weggehen. Und wir haben auch noch was ganz Besonderes. Heute wird Chris Murray sein erstes Spiel in der Egetrans Arena haben. Genau, und wir haben natürlich wieder Sandro losgeschickt, der euch unseren neuen Verteidiger etwas näher vorstellt. Viel Spaß damit. Hallo liebe Steelers-Fans, wir haben uns heute Chris geschnappt nach dem ersten Spiel in Bad Nauheim und haben ein paar Fragen für ihn vorbereitet. Chris, als allererstes herzlich willkommen und dann würden wir gerne von dir wissen, wie du aufgenommen wurdest und wie das hier in Bietigheim für dich ist. Chris, welcome to Bietigheim and I want to know from you how it is to come to Bietigheim, how the teammates are and how you, what do you think about the new stadium you will have to play in? Yeah, it's been great so far. I've only been here probably five days. But the teammates have been making it easy on me and been very helpful. And Coach Kevin Gaudette has been very helpful as well as far as getting the deal done and bringing me in here to try to help win a championship. And I couldn't be more excited about where we are at the season and potentially holding on to first place tomorrow in front of a sellout crowd. Should be very exciting. And I can't wait to get on the ice tomorrow in front of the home crowd and try to get a win. Er sagt, er wurde sehr gut aufgenommen von den Teamkollegen und er freut sich unheimlich hier zu sein und freut sich auf den Rest der Saison mit den Teams, mit unserem Team. Man hat es ihm ziemlich leicht gemacht, hier aufgenommen zu werden. Kevin hat ihn schon ein bisschen darauf eingestimmt, was Sache sein wird, jetzt, um was es geht. Er freut sich morgen im Spiel gegen Bremerhaven vor ausverkauftem Haus, vor ausverkauftem Stadion und vor dem eigenen Team, vor den eigenen Fans mal zu Hause zu spielen. Good. My next question is, you played nearly your whole career in North America, then you've, after your injury you stopped 1 year, then you came to Great Britain, now in Germany. Can you say the difference between North America, Great Britain, and now your first game here in Germany? Yeah, I mean, for the most part North America has the smaller ice surface, which is probably one of the biggest things. It's not the Olympic sheet, which is most of the rinks out here, and then Great Britain had the big ice surface also. So I actually played on that kind of surface in college at University of New Hampshire for 4 years. So I was able to get used to it in college, which a lot of kids didn't get to have. But I'd say maybe back home, smaller ice surface, a lot of guys are on top of each other, maybe a little bit more physical style of play. And then coming over to England, it was, you know, similar type style. North American, a lot of teams will dump the puck in, same, you know, physical style. But I think over here it's hard to tell just after one game, obviously, but I can tell the guys are, there's more speed, more dynamic plays, quick plays, and it's a fun game. I had a lot of fun last night. It was good atmosphere with the crowds and the chants, and it's definitely the atmosphere, I feel like, is some of the best I'll get to see with, you know, my 6-7 years pro hockey is from last night. It was electric in there and it was fun to be a part of that. Okay. Ich habe ihn gefragt, wie der Unterschied ist oder was man Unterschied nennen kann zwischen Nordamerika, wo er lang gespielt hat, England und jetzt in Deutschland. Er sagt, die Eisfläche, natürlich die Größe macht einen großen Unterschied und man muss sich darauf einstellen können. Dann, um es ein bisschen kurz zu machen, in Nordamerika und vor allem in England wird mehr körperbetont gespielt. Hier, er hat zwar erst ein Spiel gemacht, aber sieht, dass es hier viel mehr dynamisch und viel mehr anders körperlich zugeht. Man geht mehr auf Schnelligkeit und man muss wirklich auch was am Stock können, um dann hier mithalten zu können. Was ihn sehr beeindruckt hat, ist die Kulisse hier in Deutschland, die Atmosphäre im Stadion beim Spiel. Das zieht einen mit, er freut sich drauf und hat auch Spaß dran gehabt, damit mitspielen zu dürfen und mitspielen zu können in näheren Zukunft. So, meine nächste Frage dann. Ich möchte von Chris wissen, wie es ist, so herzukommen, 3 Tage zu trainieren, dann gleich auf dem Eis zu stehen. My next question is, you came here on Tuesday, then you'll have training for 3 days and then you have to play your first game on Friday. How is it, how hard is it for a guy to do this? It's a little bit difficult learning the new systems and Kevin, the coach here, has kind of brought me into his room and gone over stuff on the board and kind of told me the style of play we like to play here. And it's, you know, it's a fast-paced game. He wants everyone active and moving, and the defense to join the play and join in on the rush and produce offense. So it's an adjustment. Having one game under my belt, I think, helped a lot. You know, trial and error, you make a mistake out there, and you learn quickly during a game.
And so I think on Sunday should be a lot easier for me after having, you know, one game. And the guys, like I said, in practice are always helping me out, telling me what to do and you know, go there or pass here. So it's been easy adjustment, and the coach has helped me a lot in the few days I've been here. So it's been nice. Okay. Chris sagt, man kriegt halt Unterricht an der Tafel, dann auch nach dem Training noch ein bisschen, um zu sehen, wie unser System aufgebaut ist, wie Kevin gerne spielen möchte, was seine Aufgabe ist und was er tun soll. Natürlich hilft, wenn man ein Spiel schon mal mitgespielt hat, das ist praktisch einfach am einfachsten, um das auch zu lernen. Und die Jungs helfen ihm immer und zeigen ihm auch im Training, was er tun soll und wie man sich das hier vorstellt. Gut, noch eine Frage möchte ich wissen, so wie er zum Eishockey kam, warum er nicht Busfahrer geworden ist oder sowas. My next question is, why did you start a career as ice hockey prof and not as bus driver or something like that? Well, I'd say it was always in my family. My dad played hockey in college, and my two older brothers played, so it's always been in our family, and I kind of wanted to follow their lead. And just athletics has always been a part of my life, and something I thought I was, you know, fairly good at. So I had fun doing it, and it's fun getting to see a little bit of the world and see these great places. And Germany has been great so far, and my girlfriend Hannah's here, and she loves what she sees, and it's nice to be able to experience this and meet new people and do that. So it's been fun. Okay. Sein Vater war ein bekannter Eishockeyspieler drüben in den Staaten. Seine beiden Brüder spielen Eishockey. Also für ihn eigentlich wurde ihm die Wiege gelegt, dass er Sportler werden muss. Und er macht das gerne, was er tut. Und seine Freundin sieht auch gerne, was er tut. Von daher passt das ja alles zusammen. Und so wurde halt aus seinem Sport, also aus seinem Hobby, dann doch sein Beruf. My last question is, you have like the surname, you're a tough guy. But if I see you now in front of me or what I read in the newspaper, you look more like the cool uncle that picks the kid up and go to the playground or something like that. Do you feel yourself like a tough guy? It's the physical part of the game has always been something that I've enjoyed, whether it's, you know, making a big hit or getting myself into the game, or if it needs be to stick up for a teammate, I don't mind doing that. It's something that is part of my game, and you know, I might not be the one scoring the goal every time, but I get the same excitement out of, you know, making a big hit or making a good play on defense. So that's something that I like, I enjoy, and you know, if that happens during the game, it you know, I can flip a switch and turn into that guy. But off the ice, it's a little bit more calm and okay. can do that too. Okay. Ich habe ihn gefragt, er ist ja als Tough Guy bekannt, als einer, der dahin geht, wo es weh tut. Und wenn man ihn so sieht, das sieht er aus wie der liebe Onkel aus der Nachbarschaft, der mit den Kindern auf dem Spielplatz spielt. Und gefragt, ob er sich selber als Tough Guy sieht. Stimmt mir etwas zu? Er sagt, ja, es ist schon toll, wenn man einmal so richtig weghaut. Ich weiß nicht, ob man so jetzt so sagen darf, aber er mag das körperbetonte Spiel. Und er geht halt dahin und er verteidigt seine Mitspieler. Er geht halt dahin, wo es weh tut. Und wenn er halt Ärger gibt, dann schont er sich nicht und ist auch nicht zu schade dafür, dazwischen zu gehen und dann ein bisschen aufzuräumen. Aber in Wirklichkeit außerhalb vom Sportplatz oder vom Spielfeld ist er der ruhige und der freundliche Nachbarskumpel im Endeffekt. Chris, thank you. If you want to say something to the fans now, it's your opportunity to do it now. I'm excited to be here and can't wait to get on the ice Sunday to hold on to first place and look forward to the playoffs coming up. Chris, vielen Dank. Thank you. Danke euch. Interessantes Interview, was wir gerade von Chris und Sandro gehört haben. Wir haben aber letzte Woche noch eine weitere wichtige Personalie entschieden, und zwar die Vertragsverlängerung von unserem Trainer Kevin. Und Olli, du hast dich mit Gerhard Kaufmann dazu getroffen. Genau. Was kam bei dem Gespräch so raus? Ja, also mich hat natürlich interessiert, wie das alles abgelaufen ist, wie es mit den Vertragsverhandlungen gelaufen ist. Und Gerhard hat ganz klar gesagt, also Kevin war Option Nummer 1, es gab keinen Plan B. Sondern es war ganz klar, dass man ihn hier in Bietigheim halten möchte, und das Allerwichtigste war, dass Kevin frühzeitig signalisiert hat, ihm gefällt es hier mit seiner Frau in Bietigheim Bissingen. Und ja, dann gab es noch das Thema Perspektive DL, das war natürlich Kevin, den kennen wir, sehr ehrgeizig, sehr, sehr wichtig. Und da gab es ein offenes Gespräch, wo gesagt wurde, ja, die Steelers, die sind bereit, die wollen bei der nächsten sich bietenden Chance nach oben. Gab ja auch einen runden Tisch zu diesem Thema mit den Sponsoren und den Stadtoberen. Und ja, als das alles dann geklärt war, dann ging es noch um Details. Und jetzt haben wir Kevin 2 Jahre wieder hier oder immer noch hier, und da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Ja, wie vorhin bereits angekündigt, heute das letzte Spiel der Hauptrunde. Danach geht es ab kommenden Freitag in die Zwischenrunde. Wir werden auf jeden Fall zu Hause spielen. Gegen wen? Werdet ihr morgen wissen, wenn ihr die Sendung seht.
Aber jetzt ist mal wichtig, Olli, wie funktioniert denn überhaupt diese Zwischenrunde? Ja, die Zwischenrunde ist erstmal ein Konstrukt, weil wir einfach weniger Mannschaften in der DEL 2 sind als noch in der vergangenen Saison. Das wird sich auch in der kommenden Saison einfach erledigt haben. Zunächst spielen alle ungeraden Mannschaften und alle geraden Mannschaften gegeneinander, einmal heim, einmal auswärts. Will heißen, 1., 3., 5., 7., 9., 11. spielen gegeneinander. Das heißt, in Summe hat jedes Team nochmal 10 zusätzliche Spiele. 5 Heimspiele gesichert auf jeden Fall. Und wir fangen deswegen am Freitag zu Hause an, weil wir unter den ersten 4 sicher sind. Auf welchem Platz wir da sind, das wissen wir jetzt noch nicht, weil das Feld ziemlich eng ist. Also wenn wir heute gewinnen Bremerhaven, was wir natürlich alle hoffen, dann sind wir auf jeden Fall Erster. Ansonsten sieht es so aus, dass bei Punktgleichheit zählt natürlich dann das Torverhältnis, danach die geschossenen Tore und danach erst der direkte Vergleich. Das heißt, es wird nochmal heute Abend eine spannende Rechenaufgabe werden, gegen wen wir dann spielen und wer unsere Gegner in der Zwischenrunde sind. Ja, sehr schön. Und wir haben uns auch was für die Zwischenrunde einfallen lassen. Wir haben die sogenannte Mini-Dauerkarte-Zwischenrunde. Die könnt ihr ab morgen, heute, je nachdem, im Fanshop kaufen bei uns. Um 15 Uhr macht montags der Fanshop auf und ihr könnt 5 Spiele live erleben und zahlt aber nur 4 Spiele. Genau, und das ist, finde ich, ein gutes Angebot, um hier nochmal interessante Spiele in der Egetrans Arena zu sehen, wie heute das Spiel gegen Bremerhaven. Und deswegen bereiten wir uns jetzt vor auf dieses Topspiel, wünschen euch einen guten Wochenstart und dann bis nächste Woche oder beziehungsweise die nächste Sendung kommt wieder. Also, ciao. Tschüss.